Würden Sie für eine Wohnung in so einem hässlichen Plattenbau hier über 1 Million Euro bezahlen? Und können Sie sich vorstellen, dass diese grauen Betonmonster zu den begehrtesten Wohnanlagen in einer europäischen Millionenmetropole zählen? Wir haben uns auch gewundert und haben uns die Geschichte mal genauer angesehen. The next station is Birmingham. Die Londoner U-Bahn bringt unsere Reporterin Claire Oekers zu einem ganz besonderen Ziel, mitten in der City. Das ist es also, Barbican. Ich war zwar schon darauf vorbereitet, aber dass es jetzt so hässlich ist, hätte ich echt nicht gedacht. Und man kann es so mit einer deutschen Platte vergleichen, aber ist halt so die XXL-Version davon. Der Barbican-Komplex beweist, Plattenbau geht auch anders. Die Wohnungen in diesem Betonklotz kosten im Schnitt über 1,5 Millionen Euro. Wofür zahlen die Bewohner so viel Geld? Vergleichbare deutsche Wohnungspreise gibt es nur in Münchens begehrter Altstadt. Wohnungen in den Innenbezirken Berlins sind nur halb so teuer. Wir sind mit einer Familie verabredet, die hier seit 10 Jahren wohnt. Claire betritt das Barbican durch das zum Komplex gehörende Kulturzentrum. Wow, auf einmal ist es total ruhig. Eben noch totaler Straßenlärm draußen und jetzt? Man hört gar nichts mehr von den Autos. Fast wie so eine kleine Plattenbau-Oase. Wir sind früh dran und die Bewohner scheinen noch zu schlafen. Leckeren Kaffee gibt's hier schon mal. Aber was macht das Barbican wirklich so begehrt? Unter anderem ist es die zentrale Lage. Gebaut in den 1960ern und 70ern, liegt es in der City of London, dem historischen und wirtschaftlichen Zentrum der Stadt. Das Barbican steht unter Denkmalschutz. In Sichtweite stehen Londons Mega-Wolkenkratzer, Cheese Grater, das Walkie-Talkie und die Gherkin. Eine perfekte Infrastruktur mit Geschäften, Verkehrsanbindungen und allem, was man zum täglichen Leben braucht. Obwohl es das alles auch innerhalb des Barbican gibt. Eine U-Bahn-Station, ein Fitnessstudio, ein breites Kulturangebot mit Sonderpreisen für Anwohner, eine Schule, in der auch 15 Kinder aus dem Barbican angemeldet sind, Cafés und Restaurants und sogar eine Kirche. Eine Art Stadt in der Stadt und ein Ruhepol im hektischen London. Doch es muss noch mehr dahinter stecken. Also hier hört der öffentliche Bereich des Barbican auf und dort fängt der Wohnbereich an. Und dieses Schild sagt, dass man sich dort zwar bewegen kann, aber man soll ruhig sein. Also das hier scheinen auf jeden Fall Wohnungen zu sein, aber wie kommt man da rein? Also hier ist alles irgendwie beschriftet, hier ist auch so eine Art, alles hat einen Namen. Das ist auch so eine Art Straßenschild, aber so. Türschilder, Namensschilder, gibt's irgendwie nicht. Dann finden wir doch so eine Art Haustür. Aber weiter gibt es hier nicht. Also hier ist eine Klingel, aber ich muss da einen Code eingeben und den habe ich natürlich nicht. Also es scheint hier sehr exklusiv zu sein, denn wenn man hier nicht so einen Code hat, kommt man gar nicht erst rein ins Gebäude. Allein findet Claire sich kaum zurecht. Gut, dass sie verabredet ist. Hi. Oh. Hi, Nicola. Hi. Hi, how are you? Hi, Isabella. Hi, Hector. Richard und Nicola leben seit 10 Jahren in einer der 2000 Wohnungen des Anwesens. Ihre Kinder wachsen hier auf. Ich habe versucht, mich zu orientieren. Wie findet ihr euch zurecht? Es gibt eine gelbe Linie, die durch das Barbican führt, aber manchmal ist die Farbe abgerieben. Deshalb kann man ihr nicht immer folgen. Das Gebäude ist ein bisschen verwirrend gebaut, um die Leute draußen zu halten. Eine Strategie, um das Wohnen hier exklusiv zu machen? Mit der Familie kommen wir rein, übrigens mit einem ganz normalen Schlüssel. Nicht alle Türen haben einen Code. Die Wohnung im 5. Stock würde heute rund 1,4 Millionen Euro kosten. Guckt euch mal den Flur an. Das ist der längste Flur, den ich je gesehen habe. Ein fensterloser, schmaler Flur. Sieht eher nach Billighotel als nach Luxuswohnungen aus. Und innen? Oh, wow, it's so bright. Ist das hell?
Ja, es geht nach Süden. 124 Quadratmeter, verteilt auf 3 Etagen. Dicke Betonwände, Holzrahmen an den bodentiefen Fenstern, eine maßgeschneiderte Küche. Das ist typisch Barbican. Ja, mein allererster Eindruck von draußen war ja, was für ein tristes, dunkles Gebäude. Aber jetzt so von drin hat es eine ganz andere Atmosphäre. Es ist warm, hell und man fühlt sich richtig wohl. War es euch wichtig, im Stadtkern zu leben und trotzdem ein Umfeld wie in einem ruhigen Vorort zu haben? Ja, wir als Familie mögen diese Ruhe sehr. Wir schätzen es aber auch, dass wir direkt im Zentrum leben und alles in Anspruch nehmen können, was diese Stadt bietet. Hier drin ist es aber wie in einer Blase. Helle Wohnungen, Bestlage und Ruhe. Was die triste Betonfassade nicht verrät, viele der insgesamt 4000 Bewohner sind Familien mit Kindern, die hier glücklich aufwachsen. Das ist mein Zimmer. Ich habe eine ziemlich gute Aussicht. Das ist mein Papa. Was magst du an unserer Wohnung am liebsten? Abgesehen von dir und Hector, die Aussicht. Das große Gebäude ist die Chard. Blick auf Londons Wahrzeichen, aber auch auf viel tristen Beton. Nicola und Richard würden sich trotzdem wieder für das Barbican entscheiden. Könnt ihr euch vorstellen, woanders zu leben? Ich persönlich nicht. Ich liebe das Barbican leidenschaftlich. Auf gewisse Art und Weise ist das einer der Nachteile des Barbican. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo man danach hinziehen sollte. Wir sind sehr glücklich hier. Für das Leben in der Stadt ist es sehr gut. Wir wollen einen weiteren Bewohner besuchen. Das bedeutet laufen, laufen, laufen. Kilometerlange Walkways verbinden die Gebäude des Barbican miteinander. Lange Wege durch grauen und braunen Beton. Das Areal ist so groß wie 22 Fußballfelder. Wer es umrundet, braucht 20 Minuten. Hier guckt man auf die Straßen Londons. Eigentlich ganz schön hier, mit dem Garten so. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hier sieht halt alles gleich aus. Dann finden wir die gelbe Linie, von der Richard uns erzählt hat. So finden wir die Wohnung von Anton Rodriguez. Der 27-Jährige ist Fotograf. Sein Lieblingsobjekt, das Barbican, über das er ein komplettes Fotobuch gemacht hat. Was haben alle Bewohner gemeinsam? Sie schätzen alle die Architektur des Barbican. Man muss sie lieben, sonst kann es ziemlich deprimierend sein. Anton bezahlt für seine 76 Quadratmeter knapp 2000 Euro Miete im Monat. Aber nur, weil er Untermieter eines Freundes ist. Normalerweise beginnen die Mieten im Barbican bei 3000 Euro. Schön. Die Wohnungen da unten haben Gärten. Die einzigen, die das haben. Ich glaube, ich sehe ein paar Apfelbäume. Ein eigener Garten in der Großstadt. Selbst das ist im Barbican möglich. Der Beweis dafür, dass man sich von Äußerlichkeiten nicht täuschen lassen sollte? Anton jedenfalls ist vernarrt in sein Zuhause. Smile. Bis zum nächsten Mal. Mit einer deutschen Platte ist das Barbican definitiv nicht vergleichbar. Jetzt, wo ich den ganzen Tag hier verbracht habe und vor allem den Bewohner kennengelernt habe, kann ich schon eher nachvollziehen, dass man auch für eine Wohnung hier 1 Million Pfund ausgibt. Es ist wohl die Mischung aus Lage, Ruhe und Exklusivität, die das Barbican zu dem macht, was es ist. Dafür zahlen die Bewohner. Es ist nicht nur eine Immobilie. Es ist ein Lebensgefühl, in diesem Betonklotz zu wohnen.